und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal mit dabei habe ich Rachel Rising, Tochter des Todes, Band Nummer 1 und Batman Metal Spezial, Heft Nummer 2. Anfangen will ich an der Stelle mit Rachel Rising, Band Nummer 1. Erschienen ist das ganze Ding beim Schreiber- und Leserverlag und geschrieben wiederum wurde das ganze Ding vom guten Terry Moore. Terry Moore wiederum ist ein Autor und Zeichner, der mir bis dato gar nichts gesagt hat, allerdings ein Name ist, den ich mir definitiv in die Zukunft merken werde, weil der gute Herr macht durch die Bank weg einen richtig guten Job. Bei Rachel Rising wiederum dreht es sich um die gute Rachel, wie der Titel schon vermuten lässt, die wiederum direkt am Anfang des Bandes sich aus einem Grab ausgräbt und von den Toten wieder aufersteht. Das ganze Szenario findet im Wald statt, wo auch dieses Grab irgendwo in so einer Kuhle drin ist und man sieht so ein paar Meter entfernt eine andere weitere Frau, die das ganze Szenario am Beobachten ist und in dem Moment, wo sich die gute Rachel sich komplett aus dem Grab rausgegraben hat, verschwindet die zweite Frau wiederum und taucht etwas später erst wieder an anderer Stelle auf. Die gute Rachel realisiert nicht wirklich, was da gerade passiert ist und dass sie von den Toten wieder auferstanden ist und hat auch keinerlei Erinnerungen daran, wie sie in dieses Grab reingekommen ist und in dieses Waldstück und macht sich dann erstmal total verwirrt mit zerrissenen Klamotten und Wunden und so einem wirren Mal am Hals erstmal auf dem Weg nach Hause, um sich schlafen zu legen. Zu Hause angekommen, reagiert die Katze auch extrem panisch auf die gute Rachel und die gute Rachel schläft erstmal irgendwie so 3-4 Tage durch. Nachdem sie 3-4 Tage durchgeschlafen hat und so versucht, ihre Erinnerung wieder zu wecken, was in dieser besagten Nacht passiert ist, kommen so ein paar Horrorvisionen auf einmal, wo sie sieht, wie sie von irgendeinem Typen gewürgt wird und alles ist ein bisschen strange, aber sie kriegt die ganze Sache nicht wirklich auf die Kette und weiß noch nicht wirklich, was in dieser besagten Nacht gestorben ist, wo der Leser schon weiß, dass sie gestorben ist, weil sie selber hat es noch nicht wirklich realisiert. Allerdings fängt sie langsam so an mitzubekommen, dass ihre Augen schwarz sind und all sowas und sie merkt, dass alles nicht wirklich koscher ist und macht sich dann erstmal auf den Weg zu einer Freundin und dabei wiederum kommen so ein, zwei seltsame Situationen, wo sie auf Leute trifft, die sie eigentlich kennen müssten, die sie aber in keinster Weise erkennen, als sie dann sagt, ich bin's Rachel, wollen die Leute ja auch jeweils überhaupt nicht glauben, dass es Rachel ist. Sie beschließt dann auf lang oder kurz erstmal ihre Tante zu besuchen, die wiederum Gerichtsmedizinerin ist und mit der Hoffnung, dass die vielleicht ein bisschen Klarheit in die Dunkelheit bringen kann und ihr vielleicht weiterhelfen kann. Bei ihrer Tante angekommen, stellt sich heraus, dass die Tante ein tierisches Radlocker hat und die ganzen Jahre, in denen sie Leichen seziert hat, ihr nicht wirklich gut getan haben und sie denkt auch im ersten Moment, wo sie Rachel sieht, dass Rachel nicht Rachel ist, wie auch schon ein paar Leute zuvor, glaubt aber des Weiteren, dass Rachel eine Einbildung aus ihrem Kopf ist, weil ihr Kopf halt nicht damit klarkommt, so viele Leichen zu sehen und sie über die Jahre eh schon so ein bisschen verrückt geworden ist, was auch schon zu der einen oder anderen interessanten Unterhaltung mit der einen oder anderen Leiche geführt hat, die halt in der Existenz oder beziehungsweise in der Realität nicht existiert hat. Trotz dessen bekommt die gute Rachel dann auf lang oder kurz dahin, dass die Tante sie mit zu dem Grab im Wald besucht, wo die Tante dann auch erst anfängt zu glauben, dass es wirklich Rachel ist, die vor ihr steht und es erstmal gar nicht glauben kann, dass Rachel gestorben ist, wieder auferstanden ist und für die gute Tante bricht an der Stelle eine absolute Welt zusammen und viel mehr möchte ich an der Stelle zu Rachel und der Story dann gar nicht sagen. Auf der anderen Seite wiederum begleitet man die Frau, die am Anfang das Szenario mit den aus dem Grab graben beobachtet hat, die wiederum die ein oder andere Sache treibt, die extrem krass dargestellt werden. Ich möchte an der Stelle tatsächlich nicht alles wegspoilern, möchte nur eine Begebenheit so ein bisschen schildern. Und zwar sieht man ein kleines Mädchen, die alleine zu Hause ist. Eine sollte die große Schwester auf das kleine Mädchen aufpassen. Allerdings hat die große Schwester draußen vor der Tür ihren Freund im Auto sitzen, deswegen sie sich halt lieber mit ins Auto reinsetzt, mit ihrem Freund ein bisschen rumknutschen, was so Teenies halt in dem Alter machen. Und die kleine Schwester ist halt allein zu Hause. Sie geht dann zum Kühlschrank, öffnet den Kühlschrank und auf einmal steht die besagte Frau von Anfang neben ihr und erzählt ihr irgendwas. Als Leser bekommt man nicht mit, was die gute Frau ihr erzählt und das Szenario wechselt zu der Stelle, wo die Schwester dann wieder ins Haus reinkommt, die Schwester dafür anblöckt, dass sie noch wach ist und in dem Moment geht die Schwester hin, schlägt die Schwester nieder, also die kleine Schwester schlägt dann die große Schwester nieder, nimmt sich so Frischhaltefolie und erwürgt damit ihre Schwester und erstickt sie bis zum Tode. Extrem krass dargestellt, total Horror auf die Spitze getrieben, das waren so ein paar Szenen, also davon gab es so 4, 5, die ich bewusst wahrgenommen habe, die sich so krass nach Horror angefühlt haben, wie ich selten in den letzten Jahren in Comicform erlebt habe, weil Horror-Comics lese ich zwar gerne, so dieses richtige Horror-Feeling kommt aber eher selten rüber. Dazu kommt noch, dass der ganze Band komplett schwarz-weiß gezeichnet wurde von Terry Moore und für seine Schwarz-Weiß-Zeichnungen hat er sich jeweils auf jeder Seite so einen schwarzen Rahmen ausgesucht, was extrem atmosphärisch rüberkommt und dadurch hat man eh dieses 60er, 70er Jahre Horrorfilm-Feeling, weswegen das ganze Ding atmosphärisch von den Zeichnungen her und vom Schreibstil ein absolutes Brett ist und sowas von einer 8 von 10, wie eine 8 von 10 nur eine 8 von 10 sein kann. Freue mich tierisch auf den nächsten Band, denkt das noch ein bisschen Luft nach oben, trotz dessen, der erste Band hat mich schon total überzeugt und der gute Terry Moore macht als Autor und als Zeichner einen extremst guten Job, sehr toller Comic und wie gesagt, eine absolute Kaufempfehlung von mir.
Dann geht's weiter mit Batman Metal Spezial Heft Nummer 2. Ist jetzt wieder so ein Tie-In-Heft zu Batman Metal. Und ich hatte mir ja im Vorfeld vorgenommen, dann doch keine Tie-Ins zu Batman Metal zu lesen. Und dieses typische Nerd-Ding, ich habe dann doch irgendwie nicht dran vorbeigefunden, weil ich das Event so fett fand. Und bin dann wieder in diese typische Event-Falle reingeraten, dass vielleicht so die Vorgeschichten und so das erste Tie-In ganz gut gewesen ist. Alles andere aber mehr so, ja, statt richtig gut gewesen ist. So fand ich auch im ersten Batman Metal Spezial von den drei Origin-Geschichten, die drin geschrieben wurden, nur eine richtig gut, die anderen beiden fand ich geht so. Und genauso ist es tatsächlich wieder bei diesem Heft, wo die ersten beiden Hefte, die da drin abgedruckt wurden, beide nur so geht so waren. Auch wenn sie an sich ganz gut gewesen sind, sind sie nicht Kaufgrund genug gewesen für dieses Heft in meinen Augen. Allerdings das dritte US-Heft, was da drin veröffentlicht wurde, war der absolute Wahnsinn und hat dann auch wieder so ein bisschen Wert gemacht, dass die ersten beiden Hefte nicht so gut gewesen sind. Trotzdessen hätte es sich vielleicht in dem Fall angeboten, auf das US-Heft zuzugreifen, weil ich wirklich nur ein US-Heft von diesen drei insgesamt gut gefunden habe. Aber fangen wir erstmal vorne an. Das erste, was man hier drin sieht, ist das, was in dem dunklen Multiversum auf Erde 11 spielt. Und Erde 11 im normalen DC-Universum ist ja die Erde, wo die ganzen Charaktere die Geschlechter getauscht haben. Beziehungsweise Batman Batwoman ist und Batwoman Batman ist. Und in dem Fall ist halt die Bruce Wayne von Erde 11 aus dem dunklen DC-Universum in dem Fall weiblich. Und die wiederum hat einen erbitterten Kampf gegen Aquawoman, die halt auch wie bei Throne of Atlantis einen Kampf gegen die Erde oder beziehungsweise die Landbewohner geführt hat, den Kampf verloren. Aquaman oder beziehungsweise Aquawoman hat komplett Gotham City mit Wasser überschwemmt. Gotham City ist komplett unter Wasser ab dem Zeitpunkt. Und die Batman von der Welt muss sich dann dazu entscheiden, sich selber mit einem Atlanta zu kreuzen und so ein Hybridwesen zu werden. Weswegen die Batman von der Erde halt so eine Kreuzung zwischen Aquaman und Batman ist. Und irgendwie hat es mich nicht wirklich abgeholt. Und das, obwohl der Dan Abnett tatsächlich einen guten Job an den ganzen Dingen abgeliefert hat. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Dan Abnett die gefühlten 20 Trades von Aquaman geschrieben hat und sich bei Aquaman extrem gut auskennt. Trotz dessen war das Heft nicht mehr wie okay und war in dem Fall noch kein Kaufgrund gewesen und ich war schon nach dem ersten US-Heft von diesem Heft hier so ein bisschen ermüdet und hatte noch keinen wirklichen Bock gehabt weiterzulesen, habe das Ding tatsächlich einen Tag auf Seite gelegt, habe mich dann wieder draufgestürzt. Auch die zweite Geschichte, die in dem Fall vom guten Peter J. Tomasi geschrieben wurde, deren Autor ist nämlich extrem smart und gezeichnet vom guten Francis Manapul, der auch ein Zeichner ist, den ich über alles liebe. Die Zeichnungen waren auch tatsächlich durch die Bank weg richtig gut bei den US-Heft, allerdings war die Schreibe vom guten Peter J. Tomasi nicht die, die ich gewohnt bin und diese ganze Geschichte, die rund um Batman gestrickt ist, der auf dieser Erde zu Ares wird, hat mich auch wirklich nicht abgeholt und ich war auch relativ froh, wo die vorbeigegangen ist. Hat dann eigentlich vorgehabt, das ganze Ding zuzuschlagen, allerdings kam dann das letzte US-Heft daher, was vom guten, ich muss tatsächlich nochmal gucken, wer es geschrieben hat, vom guten Frank Thierry geschrieben wurde, der Name sagt mir überhaupt nichts, und vom guten James Tynion, der nämlich mal jeden Batman-Leser aus dem New 52-Zeitalter im Begriff sein sollte. Und gezeichnet wiederum wurde das ganze Ding von Tony S. Daniel, also es liest sich schon wie ein Gedicht, bis auf der erste Name, der mir in dem Fall halt nichts gesagt hat. Ich habe es dann aufgeschlagen, wie gesagt, dann sieht man erstmal so eine extrem fette Page mit Superman drauf und dann kam schon mal ein direkter Höhepunkt überhaupt aus diesem Heft und zwar sieht man einen Darkseid-Batman, der gegen Lobo kämpft und was muss ich mehr sagen, also hätte ich gewusst, dass das der Fall ist, hätte ich das Heft wahrscheinlich schon direkt nach dem Kaufen noch beim Kaufen gelesen, weil Doomsday, Batman und Lobo und ein Comic, was will ich mehr tatsächlich? Und dazu ist das Comic noch richtig fett und zwar geht es darum, in dieser Welt, dass der Superman böse geworden ist, Batman gegen ihn kämpfen musste, irgendwann nicht mehr weitergekommen ist und sich deswegen als letzte Notlösung so ein Doomsday-Virus initiiert hat, was ihn wiederum in einen Doomsday verwandelt hat. Extremes Fett geschrieben, auch wieder recht verbittert und was sich für mich so herauskristallisiert hat bei diesen ganzen Tie-Ins war dann tatsächlich, dass man mit jedem Batman mitgefühlt hat, egal wie schlecht die Geschichte gewesen ist und es sich wirklich immer angefühlt hat, als wenn es ein Bruce Wayne von einer anderen Welt ist, der durch andere Umstände halt einen anderen Weg eingeschlagen ist. Also jedes Heft hat sich wieder nach Bruce Wayne angefühlt, allerdings die ersten beiden waren nicht so gut und das dritte Heft, ich sag's gerne nochmal, war der absolute Knaller. Den ersten beiden Heften würde ich hier vielleicht so eine 6 von 10 geben und den letzten Heft sowas so eine 10 von 10, wie eine 10 von 10 auch nur eine 10 von 10 sein kann, weil es war wirklich der absolute Knaller und hat die ersten beiden Hefte wieder so halb wett gemacht. Das war's dann tatsächlich schon meinerseits. Ballert mal in die Kommentare rein, ob euch das auszuging mit den Tie-Ins von Batman, dass ihr nur so ein paar gut gefunden habt und an der Stelle interessiert mich extremst, wie ihr den Doomsday Batman und Lobo fandet. Bitte unbedingt in die Kommentare rein und dann würde mich auch interessieren, wer von euch Rachel Rising gelesen hat und von den Leuten, die es gelesen habt, wie es euch gefallen hat und ob ihr vielleicht noch eine weitere Empfehlung vom guten Terry Moore für mich habt, bitte unbedingt in die Kommentare rein und das war's. Lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da und sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!